doch. Moment, welches Datum haben wir? Wann können wir endlich mal wieder Frieden machen? Was habe ich schon wieder drauf gedrückt? Also, da ich mit dem Chinesen, glaube ich, schon länger als 10 Runden im Krieg bin, der will auch noch nichts von mir wissen. Oh, doch! Ich könnte mit ihm Frieden schließen. Jetzt. Also muss man wirklich wohl 10 Runden warten. Ich hasse die alle, warum weiß ich ja nicht. Danke für die Info, dass wir den 10. haben. Ja, dann ist es wirklich Andreas. Danke, Andreas. Selbst China hasst mich. Das ist eine sehr gute Sache, vor allem wenn ich mal bedenke, dass ja, Werbeeinnahmen sind schwankend. So eine Support-Seite ist schon ganz cool, weil das halt dann nicht so schwankende Beträge sind immer. Also natürlich, du kannst von heute auf morgen, wenn du jetzt plötzlich sagst, den Holocaust gab es nicht oder so ein Blödsinn, da hast du plötzlich null. Aber normalerweise passiert sowas nicht. Ich habe mir immer noch nichts zu trinken geholt und ich fühle mich ganz ausgedörrt. Oh, ich habe gerade 2 Pizzen gegessen. 2? Ja, natürlich. Ich muss ja über den Mindestbestellwert kommen. Ach so. Dann hol dir doch einen Salat, den du einfach in den Kühlschrank stellst. Habe ich schon probiert, funktioniert nicht. Kein Mindestbestell, komme ich nicht rüber. Okay. Dann bestellst du halt noch einen. Ja. Oder was zu trinken? Nee, ich bestelle nicht. Trinken zählt nicht. Na doch, Mindestbestellwert schon, aber das ist dann wieder zu teuer. Hä, trinken zählt ja normalerweise nicht dabei. Ja, doch, bei uns schon. Doch, bei uns auch. Boah, was sind die hier für, für eine scheiß Ecke? Wirklich. Sind wir nicht alle so reich wie du? Ja, jetzt bist du ja noch reicher als wir, Pascal. Ja. Oh, die Amerikaner sind in Ostla angekommen. Oh, das wäre ja mal eine geile Idee. Eine Pizzaschachtel in einer Pizzaschachtel in einer Pizzaschachtel und dann heute Pascal schicken. Der Bank und dann? Und ganz in der Mitte ist reingekackt. Nö. Dann ist da so ein kleines Pizzastückchen. Kackpizza, jetzt erhältlich. Eine Mini-Pizza. Mit extra viel Scheiße für den besonderen Geschmack. Extra flüssig. Eklig. Ja, ziemlich. Jetzt erhältlich bei Dr. Poff. Ab 3000 Euro Patreon-Spende pro Monat. Mein Gesicht als Tomate. Ah. Gelegt. Oh, ist das langweilig. Warum? Weil er auf uns warten muss. Aber das ist doch nicht mein Problem. Oh, scheiße. Jetzt hab ich Schluck auf. Es ist auch nicht dein Problem, aber. Er hat doch gar nicht gesagt, dass das dein Problem ist. Danke, Pascal, für deine Verteidigung. Für meine was? Krieg sind. Für deine Verteidigung. Ja, ja, alles gut. Selbst wenn wir im Krieg sind. Na du, warum kann ich dich nicht mehr bewegen?
Weil ich rebellisch bin. Boah, ich hole jetzt mal langsam technologisch auf, Pascal. Ja. Ja. Das hättest du nicht sagen dürfen, gleich nukt er dich weg. Er hat noch gar keine Nukes. Bist du sicher? Ja. Uran habe ich. Ja. Was lustig ist, ich habe immer noch mehr Technologien, als er erforscht. Macht er nix. Weil er sich einfach spezialisiert hat. Teddy hat mich gewarnt. Ach, da fällt mir gerade auf. Wir können noch immer keinen Frieden schließen. Ja, und ich muss noch ein bisschen Geld einsparen. Handelsrepublik. Ja. Da bin ich. Ich bin eine Handelsrepublik und du bist Monarchie und kriegerisch. Ich habe die Monarchie ja nur... Oh, Barathur hat mit China Frieden. Ja, Barathur! Willst du mich verarschen, Spiel? Warum soll ich denn jetzt noch die Einheit bewegen? Oh, danke, ich bin dran. So sieht's aus. Bekriegt ihr euch immer noch? Nein. Aber wir haben Waffenstillstand. Wir müssen abwechselnd machen. Wir haben aber Waffenstillstand, genau. Müsst du irgendwann verstehen. Wenn du selbst Krieg hast. Wenn das jemals passieren wird. Mit dem IS. Ja, ich denke, das wird bald passieren. Ich denke, Pascal wird mich jetzt angreifen. Oh, warum soll ich dich denn jetzt angreifen? Wir haben schon immer eine friedliche Koexistenz gehabt in Afrika, weil wir nicht so doof sind wie die ganzen Weißen. Du bist selber ein Weißer. Hä? Ich bin so lange jetzt um See gelaufen, ich bin jetzt schon voll der Braune. Man kann schon meine T-Shirt-Streifen sehen. Weil ich ja nicht nackig um den See renne. Ja, wobei, wir haben die gleiche Religion. Sagt er jetzt? Richtig. Komischerweise. In Amerika, da habe ich den Protestantismus von Barathur geerbt. Was? Von mir. Das ist oh, Hongkong hat Dr. Proof den Krieg erklärt. Oh, aber Hongkong ist mein Verbündeter. Ich weiß nicht mal, wo Hongkong ist. Das ist mein Stadtstaat. Der zeigt es dir jetzt. Der ist östlich von Ulm. Ach so, ja, das Ding. Seoul hat mir den Krieg erklärt. Meine zwei Staaten werden dich vernichten. Vernichten, ja. Der ist am Arsch der Welt, bis da passiert nichts. Ach was. Ich glaube, die Amerikaner werden mir als nächstes den Krieg erklären, weil die wollten Jeans von mir und ich habe sie ihnen nicht gegeben. Ja, ist ja richtig so. Vielleicht diese von dreckigen Jeans. Echt mal. Oh! Was ist Jordel? Achso, du hast einen Theaterplatz gebaut. Oh Mann, du hast mein schönes Spanien erobert. Jonas, jetzt hör auf zu weinen. Hey, was muss ich jetzt machen? Es tut weh, die Drittstadt zu verlieren. Ah, nee, Religion verbreiten, Beförderung verfügbar. Ist das deiner? Ja, war der Islam, oder? Ja, das Islam ist meiner. Apostel, meine ich. Ja, ja, ich drück einfach mal rauf. Ja, ja, das ist der Islam, sehr gut. Sehr schlecht. Ja, mir ist das egal. Ja, aber nicht. Till, ich erforsche gerade Nationalismus. Finde ich gut. Läuft bei dir. Ja. Und ich habe auch bald Panzer. Oh. Der feine Herr hat bald Panzer. Werde ich mir von meinen vielen Gold Panzer kaufen. Mach das. Pascal kommt währenddessen mit Killer-Katzen-Roboter. Richtig. Killer-Katzen-Roboter. Aha.
Kampfrobotern. Ja. Fahren dann aus dem Rücken eine Minigun raus. Und dann gibt's noch Jihad-Hamster. Der ist ja schon wieder ein Apostel, oder? Den kann ich nicht befehligen. Was ist das? Pascal haut richtig raus. Hm. Wieso ist Pascal im Glaubenssieg weiter als ich, wenn ich mehr Glauben pro Runde mache und mehr bekehrte Städte habe? Weil ich geil bin. Weil der Baum gesagt hat, er wohnt jetzt da. Ich bin den besseren Gott als du. Richtig. Nein. Den einzig wahren Gott. Nein. Heide. Doch. Du bist auch so eine Banane. Weißt du, warum ich weiter vorne bin? Weil meine Städte größer sind. Also habe ich mehr Bevölkerung, die den Glauben hat. Nö, du bist einfach nur ein Kriegshetzer. Ja, und deshalb ist meine Religion besser. Weil ich nicht so eine Pussy bin. Oh, ich bin mal wieder weg. Tschüss. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Warten. Oh. Pascal, wir können doch keinen Frieden. Nee. Warum doch, können wir noch keinen Frieden? Natürlich können wir Frieden. Ich habe dir das Angebot geschickt. Ach so, sehr schön. Dann nehme ich gleich an. Ich bin halt nur noch nicht dran. Jordel, bitte. Was denn? Fertig werden. Ja, warte mal, kleiner Junge. Ich möchte Frieden mit Pascal haben. Ich bin Jonas, ich möchte Frieden. Und eine Runde. Und danach spiele ich Heu 4. Ja. Da werde ich dich. Nein, aber mit der Modern Day Mod bitte, damit ich dir. Oh ja, ich werde dann Merkel spielen. Ich will auch Merkel spielen. Ich will Erdogan spielen. Nein, ich spiel Merkel. Das kann sich auch nur Jorde wünschen. Was? Merkel zu spielen. Ja, dann bin ich Putin. Baratur, ich habe gehört, du willst Donald Trump spielen. Nein, ich spiele Erdogan. Oh, stimmt, ja. Baratürk. Erdogan der Erste. Und letzte. Jetzt ist Jonas schon wieder dran. Ja, bei Jonas, beziehungsweise Jovea im Spiel, wird ja jetzt das Friedensangebot annehmen. Dann sind wir ja wieder alle gleichzeitig dran nächste Runde. Ich muss eine Stadt abgeben. Hat wehgetan. Warum musst du eine Stadt abgeben? Weil ich die Stadt behalte, die ich erobert habe. Weil die Leute gemerkt haben, dass unter meiner Führung es einfach viel geiler ist. Hör auf, Scheiße zu labern. Was für eine Scheiße? Das ist keine Scheiße, Jonas. Verbreite keine Lügenpresse. Ja, die Wahrheit tut manchmal halt weh. Ja, warte, wenn Jonas eh noch dran ist, dann versuche ich nochmal. Du kannst jetzt gerade nichts machen. Ich will Frieden mit ihm machen, aber er will nicht. Abkommen oder Forderung? Nö. Ah, ich möchte Baratur keinen Krieg erklären, danke. Noch nicht. Nein. Ich fokussiere mich ganz auf dich, Pascal. Dir gehört meine Aufmerksamkeit. Schön. Oh, süß. Ich verstehe. Simultanrunden beginnen. Erneut. Ja, und jetzt lass mir bitte Frieden. Ihr seid alle an der Reihe. Astronomie ja, macht viel. Der schön, Übergang ne? Von Ideen zu Ideologien zu Politik großer und Aktionen vollzieht sich lang. Muss neben ein Regenwaldgeländefeld benutzt werden. So, ich gehe jetzt ins Bett kacken und schlafen. Bitte. Tschüss. Tschüss. Ciao. Gute Nacht. Irgendeine Einheit? Geil. Aber welche? Ich glaube, wir haben das Spiel wieder kaputt gemacht.
Ah nee, gut, er sagt mir jetzt welche Einheit. Gut, ich kann mich nicht bereit machen. Ist das schlimm? Nein, ne? Du kannst dich vielleicht noch nicht bereit machen, weil ich noch ein paar Sachen mache. Ja, aber ich kann mich dann normalerweise trotzdem bereit machen. Hast wieder das Spiel kaputt gemacht. Ich? Du hast den Krieg erklärt. Na gut. Was na gut? Ich hab's hinbekommen. Schön. Ach ja. Junge, ist gerade nochmal, Karten machen schon viel aus. Südamerika ist echt. Ich bin nämlich vom Minusgold jetzt auf plus 30 Gold gekommen, plus dass ich noch mehr Gold halt verdiene. Noch zusätzlich zu den plus 30, wenn ich nachher meine Aktion durchführe. Okay. Achso, Pascal, hiermit beanspruche ich Südamerika als evangelisches Territorium. Was willst du überhaupt? Ja, was willst du überhaupt? Mein Glaube dort ist. Mein Glaube ist dort auch. Meiner auch. Ihr habt nicht mal Glauben. Doch. Ich bin der Einzige, der den Islam überall verbreitet. Ich rede hier aber von der vorherrschenden Religion und nicht von so einer kleinen... Deine Religion ist nicht vorherrschend, deine Religion stinkt. Ja. Doch, sie ist vorherrschend. Oh, ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Naja, ich bin selbst schuld. Hast mich gerade einen Siedler zu den Barbaren geschickt und gesagt, hey, hier bin ich, nehmt mich mit. Ach, man kann immer Zeig nur, mir das gelobte Land. Massenvergewaltigung. Okay. Nein, warte, das... Ach, verdammt. Ja, Pascal, komm, ist Ostern dein Besitz. Behauptungen, die nicht getestet... Ungläubig. Oh, Pascal, warum hast du mir Geld abgezweigt? Ich hab dir überhaupt kein Geld abgezweigt. Nein. Warum soll ich das sein? Es spielen ja wohl noch zwei andere Spieler mit, die dir auch Geld abzweigen würden. Ich hab überhaupt niemandem was abgezweigt. Siehst du, und Baratur vertraue ich auch, dass er es nicht war. Und außerdem von dir habe ich einen Spion. Ja, und? Jetzt, weil nur einer meiner Spione auf eigene Faust mal gehandelt hat und bei dir irgendeinen Scheiß gemacht hat, sind alle anderen Spionen jetzt unter Generalsverdacht, ne? Ah, du hast zugegeben, du hast noch andere Spione, danke sehr. Ich denke mal, jeder wird Spione haben, weil die ja eine ganz gute Sicht geben. Vor allem muss man ja seine Städte auch verteidigen damit. Ruhe, Jordel. Ja, ich bin halt kein Kriegsspieler. Genau. Was hat das mit Krieg zu tun? Spionage? Wir machen... Hallo? Wenn wir die USA sind ja jetzt... Sollten wir uns ausspionieren. Genau, aber Pascal sieht sowas nicht an und möchte immer nur Krieg. Hat er einen Spion bei ihm, bis er meinen umgebracht hat. Ja. Das stimmt überhaupt nicht, wir haben deinen erst danach umgebracht. Ah, wo ist mein Chef hin? Oh, jetzt will der Seide und Gold von mir haben, der Mongo. Wer? Teddy Roosevelt. Witz Amerika, überleg dir, was du tust. Überleg Kannst du dich verteidigen oder brauchst du Hilfe? Ich kann mich verteidigen. Ich hoffe nur, dass Amerika die richtige Wahl trifft. Also, ich hoffe, dass sie Krieg erklären. Was? Sind wir endlich deren hässlichen Glauben los? Nein, der Glaube bleibt. Ja, haben die. Ja. Richtige Pest haben sie.
sind das, Kaff? Ach so. Hier siehst du. Pascal ist ein Kriegstreiber. Ich bin überhaupt kein Kriegstreiber. Das bin ich aber auch. Ich aber nicht. Ich hab nur einmal Deutschland. Ich bin ein Stadtstaatenfreund. Weil sie aus ihrer kleingeistigen Regierung befreie. Ah, warte, welchen? Laventa? Welchen hast du jetzt nochmal den Krieg erklärt? Keine Laventa, Ahnung. Alter. Ey, der kann selbst nachgucken. Ja, hat dich weggeklickt. Laventa? Ja, Moment Laventa. Mal. Ausspionieren unter Freunde geht gar nicht. Du wirst im Krieg mit Amerika geraten, Pascal. Oh mein Amerika Gott. Amerika kann gar nichts mehr. Ich zittere, Amerikas, ich zittere. Die Leute den Amerika ist rückständig, die schmeißen bestimmt mit Stöcken. Die haben Katapulte. Oh. Ja, Pascal, nämlich in Acht. Ja, die könnten das Katapult mit einem anderen Katapult abfeuern. Also ich würde es an deiner Stelle schon etwas ernster nehmen, aber... Krieg ist immer ernst. Krieg bleibt immer gleich. Spaßig und unterhaltsam für die ganze Familie. Wow, Jonas. Jetzt hast du aber richtig einen rausgehauen, Lisa. Sorry. Krieg? Darf ich Ostia evangelisch machen? Und wer bist du denn? Im Jong-Un. In Jonas. Ich möchte Ostia von diesen. Oh, das hat aber lange gedauert. Du hast den Stadtstaat besiegt. Ja, in einer Runde. Sehr schön. Ob das Roosevelt jetzt sauer macht? Nein. Solange du Toronto nicht in einer Runde besiegst, ist es denen egal. Ja, ich glaube auch. Das war ein Zeichen von mir an dich, dass du jetzt Toronto angreifen sollst. Ey, Pascal, kann ich dir einen kurzen Krieg erklären, damit ich Nationalismus schneller durch hab? Nein. Och Mann, ich würde dich auch nicht angreifen. Pech, mach das mit Barad-Dûr. ich mach's mit Jordel, nein, Spaß. Jordel kann sich wenigstens nicht verteidigen. Ich kann innerhalb von 2 Runden Einheiten kaufen, die Jonas, ja, vernichten würden. Bin mir denn nicht so sicher. Darf ich jetzt Ostia von dem Schikismus befreien? Feiert diesen Sieg, meine Lebensmittel. Morgen überrennen wir die Hauptstadt. Hast du zufällig ja diesen so komischen Sausage-Film geguckt? Mir. Den wollte ich früher übrigens sehen, habe ich es aber nicht gemacht, diesen Animationsfilm. Antworte mir, Pascal. Hast du irgendwas gesagt? Ja, ob ich Ostia von dem heidnischen Glauben befreien darf. Von den Amerikanern. Was für eine Stadt? Die du von mir erobert hast. Nö, ich will das Sikhismus jetzt zu meiner neuen Religion machen. Okay. Viel Spaß dabei. Vielleicht mag ich den Glauben, ja. Die Heiden wagen es, in mein Reich einzumarschieren. Ja, jetzt kommt der Nächste, der deine Religion einfach nicht mag und kaputt macht. Apostel, erhebet euch. Förderung verfügbar. Oh, das ist sehr schön. Weil ich habe am Arsch der... Warum habe ich da 2 Apostel bekommen? Keine Ahnung. Mir auch egal. Damit kann ich jetzt die Welt endlich zu meiner Religion verändern.
Oh, wo habe ich denn Öl? Da hinten. Kaufen. Boah, ich habe so viel Öl, ich weiß gar nicht, wohin damit. Ich habe schon die OPEC gegründet. Und, dann öle dich doch ein bisschen ein. Habe ich schon. Von Kopf bis Fuß. Oh. Hat dich Balthasar eingeölt? Ja, mit seinen Krallenpfoten. Krallenpfoten? Oh mein Gott. Ich habe gesehen heute, der hat eine Kralle, also jetzt nicht die Wolfskralle, sondern wirklich, der läuft eine Kralle so ein bisschen schräg ab. Die muss ich heute Nacht, wenn er schläft, mal heimlich abknipsen. Kurz gemutet. Ah, jetzt holt sich Jonas einen runter auf seine Religion. Immer das gleiche, wenn man mit den Kids hier spielt. Pascal, das nimmst du jetzt echt sofort zurück. Was denn? Ich hab dich gehört. Ja, aber da kann ich da nichts für. Warum habe ich so wenig Öl? Ich muss doch irgendwas tun können, um mein Panzer zu produzieren. Was ist dein Ölvorkommen vor Britannien? Eins. Ja, und? Ja. Hast du nicht Lagerstätten? Also keine Kampflager? Ich habe hier ganz viele Umerziehungslager. Oh, oh, was haben wir denn da? Oh, Amerika hat die neue Siedlung Boston gegründet. Keine Innovation in den letzten... Oh gut. If I must choose. Pascal, wir halten uns jetzt von der jeweils anderen Stadt fern, ne? Von welcher jeweils anderen Stadt? Also von unseren Städten mit unseren gläubigen Einheiten. Ja, habe ich doch gesagt. Okay, ja. Aber wenn nicht, hätte ich dich jetzt invasiert. Hä, du kannst gar nichts machen. Oh. Pascal gegen Amerika. Ja. Da wird die Zeitung drüber schreiben. 12, ja. Buschvolk gegen... Keine Ahnung. Oh, hier gibt's Schafe. Nee, braucht zuerst einen Handwerker. Oh. Warten auf Dr. Poff. Also ich fände es jetzt irgendwie lustig, wenn irgendwie das Spiel Amerika abstürzt. Würde. Womit denn? Keine Ahnung, aber es wäre lustig. Natürlich darfst du das, Pascal. Lass mich gerne ausspionieren. Der Mops ist wach geworden. Nein, Barathur ist so leise. Ja, Barathur macht irgendwas Böses. Mach nichts Böses.
Ich baue mein Reich aus und es wächst und gedeiht. In Wahrheit hat er irgendwie überall so Fluglandetrupps jetzt bereit und gleich das landen die gleich alle bei Ende euch. Jeder Ideologie ist was war denn das jetzt? Das ultimative Ende jeder Ideologie ist Nochmal, warte mal. So. Oh, Pascal, hör mir auf, Geld abzuschöpfen. Ich weiß nicht, was du meinst. Du weißt genau, was ich meine. Hör damit bitte mal auf. Toleriere das ja bis zu einem gewissen Punkt, aber irgendwann nervt es einfach. Ich verwarne dich hiermit. Wen? Ah. Hm. Dann mach ich den mal. Pascal, ne? Ich hatte mit der Spionage aufgehört. Ich nehme sie jetzt wieder auf. Ja. Was auch immer. Ah, sehr schön. Die Amerikaner sind echt schwach dafür, dass sie einfach keinen einzigen Gegner bei sich haben. Ja, sie sind halt doof. Da hast du recht. Oh, was will die Drecksau denn hier? Die Drecksau will dreckig machen. Beziehungsweise den Dreck verteilen. Komm, Pascal, wir können noch einen friedlichen Deal machen, ne? Du kriegst mich in Europa, ich krieg ganz Amerika, also Nord und Süd. Was? Ja, er kriegt meine europäischen Städte und ich krieg dafür ganz Amerika. Ah, nicht scheiße, Baratu, du bist ja auch in Amerika. Ja, ganz Amerika? Ja. Nein, es gibt noch ein kleines Dorf, was weiterhin Widerstand leistet. Jonas? Es ist die Orleans-Stadt. Ja, Baratu. Werdet ihr die Slaven nicht in Europa dulden, nicht so nah an meiner Grenze? Bin ich... Hä? Ich bin doch... Hä? Du bist praktisch die Garantie dafür, dass Proof und ich nicht aufeinander losgehen. Ah, okay. Sehr schön, dann gib mir mal das ganze Grenzgebiet von dir und Pascal. Oder Pascal kann das geben. Jonas, ich kann auch einmarschieren, das ist kein Problem. Mach doch nur Witze. Ich glaube, Baratur ist militärisch dir auch überlegen. Du bist jetzt unser Eigentum, Jonas. Jordel, du bist mir militärisch bei Weitem nicht überlegen. Bist du hier? Jordel nicht. Kann mich selbst verteidigen, danke. Ja, ich bin ruhig. Meine Kongo-Einheit werden dich vernichten. Okay. Stellen wir Jordel seine Kongo-Einheiten vor mit Lendenschurz, Speer und Bananenbogen. Nee. Vor allem der Bananenbogen wird doch gerne verwendet. Irgendjemand klaut mir Geld. Nein, ich klau dir kein Geld. Nein. Er hat nicht mal Pascal gesagt und du hast dich direkt angesprochen gefühlt. Ach, ich habe auf das falsche Ding geguckt, sorry. Ja, weil du das vorhin schon zu mir meintest. Ja, Pascal. Du hast mich ja schon des Diebstahls bezichtigt. Ja, ich habe ja auch einen Spion von dir in Gewahrsam. Ja, und? Wann krieg ich den mal wieder? Wenn du aufhörst, mir Geld zu stehlen. Das bin ich überhaupt nicht. Verdammte Scheiße. Wer ist es denn dann? Baratur. Genau. Ja, Pascal, dann möchte ich hier von deinen Spion beweisen, dass du es nicht bist. Ja, der ist leider der dümmste Spion. Ich würde den jetzt nur einfach so mit rübernehmen. Der Amerikaner ist in Nordamerika. Ach, da oben. Ach Gottchen, ist das süß. Der hat ja gar nichts. Naja, Eike ist ausgestiegen, als er nur 3 Städte hatte. Immerhin hat er eine Stadt gebaut, ja. Er hat 2 sogar gebaut. Ja, stimmt. Die eine hat Pascal erobert. Aber warum der Islam geht zu Baratur. Oh. Bei Christiansand. Keine Sorge, meine Apostel sind auf dem Weg, um dich von dieser Plage zu befreien. Ach, Südamerika ist mir egal. Ja, da lebt ja eh nur der Buschmann.
Warte, wo ist Südamerika? Wo ist da der Glaube? Da ist doch nur Christentum überall. Ah, er fordert was. Nein, du kriegst nichts, Chinese. Du musst mir schon mehr Reis liefern. Mehr Reis? Oder ich schicke Fahrschüler in euer Land. Fahrschüler? Die machen eure Straße kaputt und eure Infrastruktur. Wow. Also ich fühle, das ist jetzt... Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde das jetzt ehrlich gesagt dezent schlimm. Das ist schon ein bisschen rassistisch. Ey, das kannst du nicht machen. Ey, das geht nicht. Warum? Die gute Infrastruktur. Nein! Die guten Straßen. Die machen wir schon selbst kaputt. Genau, also... Das machen nur wir, aber... Warum bist du Truckfahrer? Oh, Baratu, ich werde dich von dem Buddhismus befreien. Taoismus, sorry. Okay, ist cool. Warum liegen hier so viele tote Christen? Das war Pascal. Was? Nein, das was war wer? Ja, gewütet. Jodl? Was, hä? Was willst du? All dein Gold. Nö, das hab ich genug. Oh nein! Brauch mehr Wohnraum. Irgendwann, Pascal, werde ich auch mal dich voll ausspionieren. Und dann lachst du nicht mehr. Ich lach zu gerne. Scheiße. Aber Jorde, was laberst? Oh, scheiße. Was? Scheiße. Willst du von mir? Ihm ist aufgefallen, dass er die Brille nicht angezogen hat. Ist der erste islamische Gläubige rübergegangen. Scheiße. Dum, dum, dum. Aber zum Glück Anfang ist, vom Ende. Ja, aber zum Glück ist Mbumbi-Gedöns da, wie es auch immer heißt, noch zum größten Teil evangelisch. Tada! Da-da-da! Aber gleich passiert's, da kommt Pascal mit seinen 300 Aposteln reinmarschiert und erobert sich alles. Ich baue erstmal ein paar weitere heilige Stätten. So, ich spioniere dich jetzt mit einem Luftballon aus, ja. Die Wirtschaft ist ein Bereich, in dem eigene... Ich zu dir, Pascal, ja. Was auch immer. Okay, gut. Danke für dein Einverständnis. Allah wird dir zeigen, wo es lang geht. Allah, sind Sie unser Supervisor. Folgen Sie uns, da geht's lang. Allah ist Asiate? Ja. Das ist ich habe mir typisch etwas... europäische Namen ausgesucht. Die haben lecker Leis. Heute im Angebot Fliegensuppe. Doppelpreis. Rollen ganz günstig. Du kannst das nicht, hör auf. Dazu will ich erzähl, was du willst. Jodl Ihnen ein Liedlein singen. Dazu wird er seinen eigenen. Aber Pascal, Lörres kannst du irgendwie beweisen, dass du nicht derjenige bist, der mir das Geld klaut? Natürlich. Cool, wie? Ich schwör. Auf Allah! Auf Allah! Genau, ich seh's noch. Gut, dann das Sonderangebot für 600 Gold kriegst du deinen Spion wieder. Nö. Okay. Ich seh's kommen, in der Bildzeitung hier. Spion, heute für nur 600 Gold.
Wer möchte, wer hat noch nicht? Streamer schwört auf Allah. Streamer schwört live während eines Streams auf Allah. Ja, jetzt sind wir gefährdet. Ihr denkt, Jordel ist schwach, aber der wird noch einen Kultursieg machen. Guckt mal an, wie... Ich weiß, dass der einen Kultursieg macht. Ich habe meine Produktion gerade geändert. Möchte man nicht irgendwie die Bedrohung eindämmen? Was? Nein. Dann soll Jordel doch einen Kultursieg machen, ist mir egal. Nein, das schaffe ich nicht. Ah, hier gibt's doch, einen Vorschlag. Doch, du bist eigentlich ganz gut auf dem Weg. Ah, jetzt weiß ich, wie viel Geld Jonas hat. Wie viel Geld habe ich? Ach, Jordel klaut mir die ganze Zeit das Geld. Nein, weil du mir was... egal. Oh, was ist das? Toll. Wow, Jordel, du hast 500 Gold. Ja, ich habe doch gesagt, ich bin arm. Jetzt habe ich sogar noch weniger. Du klaust mir Gold. Hä, ich habe überhaupt... Wie soll ich dir Gold klauen? Nein! Aber ich bin gerade der Reichste, glaube ich. Ja. Egal. Jetzt kann ich mir, Jordel, noch 600 Gold, dann kann ich mir eine Stadt von dir kaufen. Wieso, kannst du... Hä, kann man Städte kaufen? Nein, aber du hast vorhin das Angebot mit für 5000 Gold eine Stadt. Aber wolltest du dann Städte kaufen, aber es geht bestimmt ja auch noch andersrum bei dir. Ich geh gleich in den Weltraum. Okay, oh nein, jetzt macht er noch einen Wissenschaftssieg. Der von Sekunde zu Sekunde gefährlicher. Nee, schafft ja. Er nicht mehr. Nein, das schaffe ich nicht. Macht Barathur schon vorher. Technologie erforscht. Was Barathur macht? Barathur? Ja, was willst du? Barathur hat stärkste Forschung. Ja, und das überleg dir gut, was du sagst. Überleg dir das jetzt ganz gut. Wie geht es dir heute? Geht es sehr gut. Ich danke dir. Und habe ich mir gut überlegt oder sehr gut? Du hast es dir sehr gut überlegt, Jonas. Ich bin. Ich möchte fast sagen, dass ich stolz auf dich bin. Nur fast? Jetzt bin ich aber enttäuscht. Ach, kein Wunder, das Flugzeug war so teuer. Ein Flugzeug und die ganze Wirtschaft bei Jordi ist im Arsch. Was? Nein, nein, das er ist nicht. Wie Luxemburg. Ja. Da ist unser neuer Tarnkappenbomber. Wirtschaft am Keller. Ach man, jetzt ist mein Öl wieder alle. Ach, mal sehen, ob ich mit Ruseweld was machen kann. Der ist gleich vernichtet. Der ist gleich was nicht mehr ist, da. Dieser Casus Belli, was ist das? Das ist ein Kolonialkrieg. Achso. Kannst praktisch, wenn er dir so hoffnungslos unterlegen ist, kannst du hingehen. Dein Jordel, für wie viel Gold kriegt man bei dir ein Öl? Ich hab kein Öl. Doch, hast du eins. Nein. Seh das. Komm, wie viel willst du dafür? Ich hab kein Gold. Öl. Öl! Boah, echt, ey. Fickt euch. Was willst du für Öl? Eine Stadt. Eine Stadt! Und zwar alle 10 Runden. 30. Jordel, ne? Ah, sehr schön. Vielleicht werden realistische Preise angebracht. Jonas, wenn du mit mir zwei heimst, Städte. So. Oh, ja, ich brauche das Öl, glaube ich, nicht, oder? Warte, ich weiß es nicht. Öl brauchst du für Panzer und für, keine auch Ahnung, für alles Flugzeuge? Mögliche. Ja, kann sein, aber ich glaube Flugzeuge, Öl und Aluminium. Musst du gucken nachher mal. Ja, Junge, dann geht's nicht, Alter. Tut mir leid. Sorry. Oder Flugzeuge nur Aluminium, kann ich dir nicht 100% sagen. Ich guck mal nächste Runde dann.